Green Secure. Mehr Freude an IT. Hat dein Computer auch Allergien? Ja, wie komme ich auf so einen bescheuerten Titel, fragst du dich. Ja, du hörst es vielleicht. Ich bin leidgeplagter Allergiker, gerade jetzt so in der Blütezeit der Bäume, der Frühblüher zum Jahresanfang. Das macht mir sehr zu schaffen, wie du vielleicht auch hörst. Und so krass wie dieses Jahr war das bei mir noch nie. Also ich muss echt Tabletten dagegen nehmen, damit das hilft. Und das hast du vielleicht schon gemerkt, wenn du meine anderen Videos gesehen hast, dass ab und zu meine Nase da vielleicht zu war, wie meine Augen vielleicht gerötet waren, ja, rötlich waren oder auch Tränen zu sehen waren. Ja, das hängt mit meiner Allergie zusammen. Ja, und ich habe dann mal so überlegt, eine Analogie zum Computer. Gibt es im Computerbereich vielleicht auch eine Allergie irgendwie? Hat unser PC, unser Computer auch irgendwelche Allergien? Ja, zunächst müssen wir dann natürlich erstmal die Frage stellen, was ist überhaupt eine Allergie? Ich weiß nicht, ob du Allergiker bist oder ob du selber Ahnung hast, wie das funktioniert. Ganz einfach ausgedrückt ist eine Allergie nichts anderes als eine Überreaktion von unserem Immunsystem. Das heißt, da sind fälschlicherweise Stoffe, die sind völlig normal, die sind völlig harmlos, diese Stoffe. Aber unser Immunsystem sieht diese Stoffe als gefährlich an, ja, und aktiviert in dem Fall seinen Notfallplan. Das heißt, der Stoff soll so schnell wie möglich wieder raus befördert werden, ja. Das heißt, die Augen tränen, die Nase läuft und so weiter und so fort. Und ich habe mich gefragt, kann ein Computer auch eine Allergie haben? Ja, also das eine Falschwarnung oder ein Fehlalarm ausgelöst wird. Und dann habe ich überlegt, ja klar, natürlich. Ja, auch harmlose Programme, Dateien oder auch ZIP-Archive können bei dir als Eindringling erkannt werden. Ja, das kann immer mal passieren, sowas. Das hängt natürlich mit der Erkennungstechnik von deinem Antivirenprogramm zusammen. Ja, es hängt damit zusammen. Alle neuen Dateien, die auf deinem Computer raufkommen, die gespeichert werden, die werden natürlich erst einmal überprüft, ja, ob die irgendwie verdächtigt sind. Ja, also ob das jetzt irgendwie ein Virus, ein Wurm, Trojaner oder was auch immer sein könnte. Ja, und da kommen ja stetig neue raus. Das heißt, tagtäglich kommen ja zig diverse neue Bedrohungen raus. Ja, und diese Antivirenprogramme können ja nicht immer alle Viren, Würmer und Trojaner immer kennen. Ja, selbst wenn du tagtäglich Updates aus dem Internet ziehst für dein Antivirenprogramm, kann dein Programm nicht immer alles kennen. Das geht gar nicht. Und deswegen haben diese Antivirenprogramme eine sehr nützliche Funktion. Die nennt sich Heuristik. Ja, Heuristik, komisches Wort, einfach ausgedrückt, damit können verdächtige Datei- oder auch Programmteile entdeckt werden. Ja, also irgendwelche Strukturen in irgendwelchen Programmteilen oder Dateien, die auf deinem Computer sind, die können damit analysiert werden. Und wenn dann vielleicht ein Verdachtsfall auftritt, dann kommt eine Warnung. Ja, und das kann auch manchmal eine Falschwarnung sein. Ja, und dann gibt es natürlich noch diese sogenannte Scareware. Scareware gaukelt dir vor, dass du schon einen Schädling auf deinem Computer hast. Ja, irgendein Virus, Wurm, Trojaner, was auch immer, dass der schon auf deinem PC drauf ist und dass dieses super tolle Programm diesen jetzt gefunden hat. Ja, das ist meistens auf irgendeiner Internetseite so eine Meldung. Vielleicht aber auch ein PC-Programm, was dir das vorgaukelt. Ja, und in Wirklichkeit aber, deswegen heißt das auch Scareware, sollst du entweder erstens ein kostenpflichtiges Reinigungsprogramm bei denen kaufen und bei dir natürlich installieren. Ja. Oder halt zweitens ein Reinigungsprogramm bei dir installieren, das in dem Fall aber der eigentliche Angreifer ist. Ja, also die Meldung war nur fake. Ja, das war eine Fälschung, diese Meldung, diese Virenmeldung, die da kam. Und du installierst dann mit dem Programm, was du dir von denen runterladen würdest, den eigentlichen Virus. Ja, das heißt, du wirst dann eventuell ausspioniert, Daten werden von dir geklaut oder dein PC wird fernsteuerbar gemacht. Ja, sowas gibt es alles, leider. Was lernen wir daraus? Immer wachsam und vorsichtig sein, natürlich.
Ja? Die Frage stellen, woher kommt diese Virenmeldung eigentlich? Ist die jetzt im Browser oder ist die von meinem Antivirenprogramm direkt? Ja, also ist das eine Meldung, die im Internet irgendwo auf einer Seite kommt oder ist das von meinem eigentlichen Antivirenprogramm? Und bitte, bitte, nichts von diesen auf diesen angebotenen Programmen einfach blind und naiv kaufen und dann noch bezahlen. Bitte nicht. Ja, ja nun, wie schützt du dich jetzt eigentlich? Schau dir mein anderes Video an, das haben wir dir verlinkt. Ja, die 10 ultimativen Tipps für deine Sicherheit im Internet. Also hier oben klicken, ja, oder unten in der Videobeschreibung. Da habe ich dir mal 10 tolle Tipps gegeben, wie du dich ganz einfach, simpel schützen kannst und das im Prinzip auch kostenfrei. Ja, gibt es jetzt eigentlich auch eine richtige Computerallergie? Also auf den Computer an sich, das wüsste ich nicht. Das ist mir nicht bekannt, aber es gibt natürlich sogenannte Kontaktallergien, ja, mit den Stoffen, egal ob durch Kunststoffe von Tastaturen, Mäusen, Headsets, also Kopfhörern, aber ja, auch Probleme durch irgendwelche Ausdünstung von irgendwelchen neuen Geräten, die du dir gekauft hast, ob das jetzt ein Monitor ist oder was auch immer, ja. Auch der Toner von Laserdruckern, der ist natürlich nicht wirklich gesund. Ja, dieser Toner bzw. der Laserdrucker dünstet dadurch ja auch etwas aus. Also beim Drucken bitte Fenster aufmachen, ja. Das ist besser. Frische Luft, wenn du einen Laserdrucker hast. Wobei das auch schon viel, viel besser geworden ist. So, jetzt habe ich ein paar Fragen an dich. Ja, hat dein Computer auch Allergien? Ja, nein, hast du schon mal Falschmeldungen bekommen? Und mich würde mal interessieren, was hast du dann getan? Wie hast du reagiert? Ja, in dem Moment ist man ja erstmal perplex. Oh mein Gott, eine Gefahr, was mache ich jetzt? Ja, und wie schützt du dich vor Gefahren aus dem Web, aus dem Internet? Hier unten rein, deine Meinung, ja, deine Kommentare, da freue ich mich drüber. Ja, ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, bedanke mich fürs Schauen und ja, freue mich auf das nächste Video mit dir. Dein Christoph. Hey, hat dir das gefallen? Dann gib mir doch bitte ein Gefällt mir. Und über einen Kommentar von dir freue ich mich sehr. Natürlich mit Antwortgarantie. Damit du nichts mehr verpasst, abonniere gleich unseren Kanal. Und wenn du glaubst, dass es Freunde und Bekannte von dir gibt, für die das auch interessant sein könnte, teile das doch gerne, damit noch mehr Menschen von mir und meinem Team erfahren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Green Secure. Mehr Freude am IT.